Oh Mann, ich könnte längst am Flughafen sein. Normalerweise hätte ich dich am Samstagvormittag ja auch nicht belästigt, aber mir war klar, dass Schneider nur in deiner Gegenwart reden würde. Hab ich doch gerne gemacht. Also, schönes Wochenende. Und viel Spaß in Paris. Danke, werde ich haben. Also, ciao. Schickel, Zug 5113. Ja? Ja, ist wirklich sonst niemand da? Ja, ich weiß, wo das ist. Bis gleich. Schönes Wochenende. Tja, rasch tritt der tote Menschen an, nicht? Darf ich daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich denke, es ist schnell passiert. Ein gezielter Stich am linken Schulterblatt vorbei, direkt ins Herz. Da muss die Klinge ziemlich lang gewesen sein. Und flach. Lang und flach. Ein Fleischermesser, tätig sagen. Und es ist noch nicht lange her. Stunde vielleicht. Es wäre dann gegen 11 gewesen. Wer die Leiche gemeldet hat, wissen wir nicht. Nur, dass es ein Mann war, der seinen Namen nicht genannt hat. Der vielleicht ein Obdachloser, der nichts mit der Polizei zu tun haben wollte. Was macht ein Wäschereifahrer in einer stillgelegten Fabrik und wieso nimmt ihm der Täter Brieftasche und Kleidung ab? Was ist denn das? Der Routenplan des Fahrers. Hier Isar mit Fahndungsmeldung. Aus JVA Stadelheim, flüchtig Andreas Borg, 35 Jahre alt. Zog Anstaltskleidung, kann diese gewechselt haben. Circa 2 Meter groß, Haare mittelbraun. Figur kräftig, Flucht eventuell zu Fuß Richtung unbekannt. Saß wegen mehrfachen Mordes in lebenslanger Haft ein. Vorsicht, Borg ist möglicherweise bewaffnet und gilt als sehr gewalttätig. Stadelheim, laut Routenplan des Wagens wurde auch die JVA beliefert, und zwar heute um 10. Borg. Kennen Sie ihn? Kommen Sie. Jetzt kommen Sie endlich! Was ist denn jetzt mit Ihnen los? Nur was die Zentrale weiß, nämlich dass Dr. Fröhlich nach Hause gefahren ist, seine gesamte Familie ins Auto gesteckt hat und sie hierher ins Brasilien gebracht hat. Was ist das überhaupt für einer, dieser Borg? Ein lebenslänglicher, ist 1995 in Regensburg verurteilt. Wegen Vergewaltigung und Mord in 5 Fällen ist das kürzlich nach München verlegt worden. In Stadelheim hat er in der Wäscherei gearbeitet, die nehmen auch Aufträge von außerhalb an. Naja, und bei der Anlieferung heute Morgen muss er sich wohl in einem Wäschewagen versteckt haben. Nachdem er die JVA hinter sich gelassen hat, überwältigt er den Fahrer und zwingt ihn, in diese alte Fabrik zu fahren. Wo er dessen Kleidung ungestört gegen seine Gefängniskluft tauschen kann. Ja. Herr Doktor. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Jetzt ist er durchgedreht. Und genauso will ich es auch sehen. Ich brauche Polizeischutz, aber unauffällig für meine Frau und meine Buben. Könnten wir vorher vielleicht erfahren, was das alles zu bedeuten hat? Herr Borg, dieser Sauhund Borg, glauben Sie mir, wenn mir je ein Teufel in Menschengestalt begegnet ist, dann war es Borg. Ich war seinerzeit in Regensburg beim Pathologischen Institut und ich habe all seine Opfer auf dem Tisch gehabt. Alle. Um es kurz zu machen, als man ihn geschnappt hat, bei seiner Verurteilung, da hat er geschworen, mit allen abzurechnen, die ihn damals hinter Gitter gebracht haben. Mit seiner Frau, mit dem leitenden Ermittler, Hauptkommissar Meissner und mit mir, dem Gutachter der Pathologie. Meine Familie muss an einen sicheren Ort, sicher und unauffällig. Keine Sorge, das ist kein Problem. Was ist mit den anderen beiden, seiner Frau und dem Kollegen? Ja, die sollten wir auf jeden Fall benachrichtigen, dass sie in Gefahr sind. Notfalls sogar unter Polizeischutz stellen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Hauptkommissar Meissner lebt nicht mehr. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Dann bleibt Frau Borg. Susanne, du verständigst die Kollegen in Regensburg, die sollen das übernehmen. Was haltet ihr davon, wenn ich die damaligen Prozessakten anfordere? Vielleicht können die uns bei der Fahndung helfen. Jetzt, am Wochenende? Ja. Versuch's trotzdem. Wir kriegen ihn, Doktor. Ja. Du weißt nicht zufällig, wer in Stadelheim der Zellengenosse von Borg ist? Doch, Olaf Kohler. Na ja, dann fahren wir dahin. Nehmen wir uns den Kohler mal vor. Herr Kohler, wie soll ich denn das verstehen?
Sie und Borg leben auf engstem Raum zusammen und Sie reden nicht miteinander? Kaum. Das Nötigste. Mögen Sie sich nicht? Hier steht aber ganz was anderes. In dem Bericht von der Gefängnisleitung heißt es, Sie wären sogar eng miteinander befreundet. Dass Borg abgehauen ist, kommt für Sie natürlich völlig überraschend. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Hat er mal Freunde erwähnt? Irgendwelche Namen? Horst, kommst du mir bitte? Gerade hat die Taxizentrale angerufen. Um kurz nach 11 hat ein Mann in Tatortnähe einen ihrer Wagen angehalten und sich zum nächsten S-Bahnhof fahren lassen. Die Beschreibung passt auf Borg. Zum S-Bahnhof? Täusche ich mich oder der liegt doch gleich um die Ecke? Das ist es, was ich nicht verstehe. Das sind keine 800 Meter. Warum hat er sich für die kurze Strecke ein Taxi genommen? Entweder weiß Cola wirklich nichts oder er schweigt aus Ganoven-Ehre. Von wegen Ehre. Der hat schlicht und einfach Angst. Borg würde nicht vergessen, dass er einen Zellenkumpan ihn verpfiffen hat. Und was ihm dann blüht, das weiß Cola nur zu genau. Ah, ist ja schon kurz vor 9. Naja, vielleicht treffe ich meine Frau noch zum dritten Akt. Das wäre nämlich heute unser Theaterabend gewesen. Ich habe übrigens mal das Inpol-Material über Borg gesichtet. In der Hoffnung auf einen Hinweis, bei wem er sich verkrochen haben könnte. Negativ. Offensichtlich bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Fahndung was bringt. Hagenberg? Ja, ich dich auch. Und gib dem Buben einen guten Nachtkuss von mir. Mhm. Hat alles geklappt? Ja, ja, ich habe sie zu meinem Bruder aufs Land gebracht. Und sind Kollegen bei Ihnen? Das ist nicht nötig. Am Hof sind Sie sicher. Und trotzdem, Borg ist weiterhin verschwunden? Ja, immer noch. Seine Frau offensichtlich auch. Wie die Kollegen herausgefunden haben, wohnt sie nicht mehr in Regensburg, sondern hier in München. Aber bei ihr zu Hause ist niemand. Wir fahren sofort hin und öffnen die Tür. Wir? Susanne und ich, du fährst ins Theater. Ja, Horst. Wir sind schon erwachsen. Ja, was ist denn das? Arbeitet sie jetzt auch am Sonntag? Warum soll es mir besser gehen als dir? Danke, dass du noch angerufen hast. Die Frau Borg ist also verreist? Nach dem, was man sehen konnte, hat sie sich ein paar Sachen eingepackt. Wo sie sich im Moment aufhält, weiß ich nicht. Wir haben sie aber vorsichtshalber in die Fahndung gegeben. Noch was. Frau Borg besitzt eine Waffe. Eine Heckel & Koch 9mm. Ich konnte heute Morgen ihren Arbeitgeber erreichen, eine Geldtransportfirma. Frau Borg arbeitet dort als Disponentin, springt aber öfter bei Transporten ein. War die Waffe in ihrer Wohnung? Die hat sie offenbar mitgenommen. Ich denke, die Susanne wollte auch kommen. Vielleicht hat sie verschlafen. Nein, ich habe nicht verschlafen. Mir geht diese Sache mit Borg nicht aus dem Kopf. Warum hat er sich ein Taxi genommen? Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn ich mich noch mal umsehe. Keine Bange, 4 Kollegen sind bei mir. Ja, bis später. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Haben Sie die Walkie-Talkies? Ja. Ich denke, 2 werden reichen. Dann gehen wir mal. Hallo.
Das ist wirklich Borg? Daran besteht kein Zweifel. Ich hätte wissen müssen, dass er sich hier versteckt. Genauso hat er es damals auch in Regensburg gemacht. Ich bin so ein Idiot. Doktor, das ist Jahre her. Meine Güte. Eine ganze Menge Einschüsse. 8, um genau zu sein. Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine Pistole. Größeres Kaliber. 9 mm? Tja, also, da will ich mich jetzt nicht festlegen, Herr Schickel. Dieses Messer hatte er bei sich. Wahrscheinlich ist es die Waffe, mit der er den Wäschereifahrer erstochen hat. Da drüben haben wir dieses Handy gefunden. Wo hat er Borg ein Handy her? Es gehörte dem Fahrer. Auf der Innenseite klebt sein Namensschild. Das funktioniert übrigens nicht mehr. Theo, sei so gut und bring's gleich in die KTU. Vielleicht kriegen es die Kollegen ja wieder hin. Wenn Borg damit telefoniert hat, dann könnte uns das weiterhelfen. Ich denke, dass Borg selber der anonyme Anrufer war. Er wollte, dass die Leiche schnell gefunden wird, damit er den Tatort als Versteck benutzen konnte. Und damit wir gar nicht auf diese Idee kommen, nimmt er sich ein Taxi zum S-Bahnhof. Entschuldigung. Hallo? Hallo, Schatz. Und wie geht's dir? Nein, ich muss den ganzen Tag durcharbeiten. Ja. Und damit ergibt sich eine interessante Frage. Entschuldige, was hast du gesagt? Dass sich aus Borgs Finte zwingend eine Frage ergibt. Nämlich, ob es jemanden gibt, der geahnt hat, dass er seinen alten Trick wiederholen und sich an einem Tatort verstecken würde. Jemand, der es von damals her wusste. Frau Borg. Die Flucht ihres Mannes ist groß in den Nachrichten gekommen. Das kann sie gehört haben. Außerdem besitzt sie eine großkalibrige Pistole. Aber solange sie nicht wieder auftaucht, bleibt es eh nur eine Vermutung. Was haben wir sonst in der Hand? Kohle. Ich bin sicher, dass er mehr weiß, als er zugibt. Und jetzt könnt ihr ihn euch noch einmal vornehmen. Ja, dann fragen Sie ihn doch gleich, wann es in Stadelheim Frühstück gibt. Frühstück? Wollen Sie mich verarschen? Wir haben 7. Sind Sie deswegen hier? Nein. Borg ist tot. Und stellt somit keine Gefahr mehr für Sie dar. Wer hat das getan? Vielleicht können Sie uns helfen, das rauszukriegen. Sie haben einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt. Wenn Sie sich kooperativ verhalten, könnte es sein, dass das Gericht seine Entscheidung noch mal überdenkt. Borg wollte nie einfach nur abhauen. Der Typ war wie besessen. Er hat an nichts anderes gedacht, als sich zu rächen. Seine Frau, die sollte als erstes drankommen. Ja, ungefähr so weit waren wir auch schon. Gibt es da was, was ihnen hilft? Da soll es einen Freund geben, der ihm nach der Flucht helfen wollte. Name? Weiß ich nicht. Die müssen es doch besprochen haben. Und folglich hat ihn dieser Freund mal im Gefängnis besucht. Borg hatte nie Besuch. Höchstens von seinem Anwalt. Möglich, dass der Kontakt über den gelaufen ist. War das jetzt kooperativ? War ein bisschen dünn. Aber mehr weiß ich nicht. Ehrlich. 7. So. Ich danke Ihnen. Die Akten aus Regensburg sind immer noch nicht da. Was haben Sie erwartet? Wir haben Sonntag. Ja, ich erwähne es ja auch nur, weil... Doktor, Sie kennen ja den Fall. Was für ein Mensch war er? Bei der Frage, ob es sich bei Andreas Borg um ein menschliches Wesen handelt, so gingen schon damals die Ansichten auseinander. 5 junge Frauen hat er umgebracht, nachdem er sie vergewaltigt und ihnen Scheußlichkeiten angetan hat, über die ich nicht gerne sprechen möchte. Die Morde wurden ihm allesamt nachgewiesen? Ja. Mehrere Psychiater haben sich damals mit ihm beschäftigt und jeder attestierte volle Schuldfähigkeit. Was meine Wenigkeit angeht, so hat mein Gutachten damals seine Bestialität zum Vorschein gebracht, mit der Borg seinen Opfern zusetzte. Glauben Sie mir, Herr Schickel, ich habe schon viel Schlimmes gesehen.
Aber sowas... Warum wollen Sie das wissen? Vielleicht, um zu verstehen, warum jemand ihn umgebracht hat. Ob Kohle uns nur irgendetwas vorlügt, um bessere Karten zu haben, weiß ich natürlich nicht. Meiner Meinung nach sagt er die Wahrheit. Nur hilft uns das momentan auch nicht weiter. Borg kann Dutzende von Freunden gehabt haben. Und um an die zu kommen, brauchen wir die Akten oder Hinweise, die uns eventuell seine Frau geben könnte. Die noch verschwunden ist? Ja. Ach, die Spurensicherung hat sich gemeldet. Offenbar haben die Kollegen den Tathergang von Borgs Ermordung rekonstruiert. Mit dem Bericht werden wir allerdings nicht vor morgen rechnen können. Dann fahre ich noch mal raus. Ja, ich wollte dich schon drum bitten. Ja, ich komme mit. Na? Hilft der Kaffee, Doktor? Na, ist leider kalt. Aber weil wir gerade beim Thema sind, anhand der Körper- und Raumtemperatur, die Überreste vom Frühstück, der Ausprägung der Totenflecke und der Entwicklung der Leichenstarre, kann ich ziemlich genau sagen, wann er gestorben ist. Nämlich gegen 21 Uhr. 21 Uhr. Da waren die Kollegen gerade vor der Wohnung seiner Frau. Sind Sie mit dem Kaliber schon weiter? 9 Millimeter. Insgesamt 8 Schüsse. Davon 2 tödlich. Dann hat der Täter das gesamte Magazin abgefeuert. Also entweder war er wütend oder er hatte Angst oder er wollte auf sicher gehen. Was wissen Sie über Sylvia Borg? Na, vergessen Sie es, Herr Schickel. Die war es nicht. Ich meine, das traue ich einfach nicht zu. Ich würde nur gern mehr über Sie erfahren. Tja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist selbst jahrelang von ihrem Mann misshandelt worden. Da muss sich Borg versteckt haben. Hier lagen jede Menge Zigarettenkippen seiner Marke. Irgendwas muss ihn dann aufgesteckt haben. Hier lag eine Kippe bis zum Filter runtergebrannt. Die anderen hat er ausgedreht und diese nicht. Was darauf hinweist, dass er in großer Eile war. Ist vor jemandem geflohen, vor seinem Mörder? Wenn man die gesamte Spurenlage berücksichtigt, bleibt nur diese Möglichkeit. Dann hat er dabei auch sein Handy verloren. Ja, denke ich auch. Hier hat der andere ihn gestellt. Wir konnten einen relativ frischen Schuhabdruck sichern, in dem noch Spuren von Fasern eingebettet waren. Was für Fasern? Pflanzliches abgestorbenes Material ist schon im Labor. Interessanterweise fanden wir keine Patronenhülsen. Der Täter muss jeder einzelne gesucht und mitgenommen haben. Weil er oder sie damit rechnen musste, dass wir die Pistole in die Hand bekommen und untersuchen würden. Meisner fing an zu trinken, ein paar Wochen bevor er Borg schnappen konnte. Erst nach Feierabend und als es kaum noch einen Feierabend für ihn gab, auch im Büro. Weshalb? Wegen Borg? Ja. 4 Jahre ist er hinter dem Kerl her gewesen. Zum Schluss beinahe rund um die Uhr. Dass Frau Borg eine Waffe führt, würden wir schnell herausfinden. Das war ihr klar. Also lässt sie die Patronenhülsen einfach verschwinden. Eine Tatwaffe kann man auch anhand der Projektile im Opfer identifizieren. Aber wer sagt dir, dass sie das weiß? Du fixierst dich viel zu sehr auf diese Frau. Ich zähle nur eins und eins zusammen. Hey, Moment mal. Hast du das Kennzeichen erkannt? Das ist viel zu weit weg. Eins verstehe ich nicht. Nachdem er Borg nun endlich geschnappt hatte, warum hat Meissner da weitergetrunken? Warum ist Alkohol so gefährlich? Weil man Gefallen dran findet. Man denkt, so eine Geschichte läge längst hinter einem. Und plötzlich ist alles wieder da. Naja, dann schauen wir mal, was uns die Leiche sonst noch zu erzählen hat. Danke. Hauptkommissar Schickel, Sylvia Borg. Wir haben Sie bei einer Verkehrskontrolle in Ismaning aufgegriffen. Aufgegriffen? Achten Sie gefälligst auf Ihren Ton. Das hatte sie bei sich. Danke. Erklären Sie mir bitte, was das soll. Sie lassen nach mir fahren wie nach einer Kriminellen. Jetzt nehmen Sie doch bitte erst einmal Platz, Frau Borg. Wir haben Sie ursprünglich gesucht, um Ihnen Schutz anzubieten. Was heißt ursprünglich? Ich nehme an, Sie wissen, was Ihrem Mann zugestoßen ist. Ex-Mann.
Ihre Kollegen haben mir gesagt, dass er aus dem Gefängnis geflohen ist und ermordet wurde. Von mir, wie Sie anscheinend glauben. Da kann ich Sie beruhigen. Im Moment weiß ich überhaupt noch nicht, was ich glauben soll. Aber Tatsache ist, dass Sie plötzlich verschwunden waren. Mein Gott. Ich wollte nichts als ein ruhiges Wochenende. Meine Nachbarn renovieren. Ich habe den Lärm nicht mehr ausgehalten und bin aufs Land gefahren. Darf ich fragen, wann das war? Am Nachmittag, so gegen 4. Und dort sind Sie die ganze Zeit gewesen? Haben Sie da Lokalnachrichten gehört? Nein. Sie wundern sich nicht über meine Frage? Ich nehme an, in den Nachrichten wurde von meinem Ex-Mann berichtet. Und ich bin losgefahren, wohin auch immer, und habe ihn erschossen. Das meinen Sie doch. Die Waffe ist erst kürzlich gereinigt worden. Ach ja, nachdem ich auf dem Schießstand war. Können Sie mir sagen, wo Sie gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr waren? Im Hotel. Ach nein, warten Sie. Ich war noch mal auf einer Tankstelle und habe Zeitschriften gekauft. Einen Moment, bitte. Haben Sie den Kassenbon noch? Sehe ich aus, als ob ich Kassenbons sammle? Wir lassen das nachprüfen. Vielleicht kann sich vom Personal ja jemand an Sie erinnern. Bis dahin muss ich Sie allerdings bitten, hier zu bleiben. Schickel? Ja. Ja, das Handy. Ah, da schau her. Das Ding war voll von Borgs Fingerabdrücken, auch auf den Tasten. Hat sich eigentlich das Labor gemeldet wegen dem Schuhabdruck? Susanne, da macht heute nur ein Kollege Notdienst. Ah, das zuletzt geführte Gespräch. Ein Münchner Anschluss. Nicht anrufen, stellt den Teilnehmer fest. Ja, Hesse Klaus, Franz-Otto-Straße 24. Und jetzt hätte ich gern noch einen Inpol-Abgleich. Glaubst du, wir haben ihn im Computer? Es ist sonst nicht meine Art, aber diesmal könnte ich darauf wetten. Tja, Treffer. Moment mal. Das ist doch der Mann, den wir auf dem Gelände gesehen haben. Da könntest du recht haben. Was haben wir denn über ihn? Schwerer Raub, Erpressung, ist vor anderthalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Jetzt ratet mal, wo der gesessen hat. Ja, in der JVA in Regensburg. Und zwar zu der Zeit, als Borg noch dort war. Ja, stimmt. Also, hol's ihn her. Bitte, Herr Hesse. Meinen Kollegen kennen Sie ja bereits vom Sehen. Naja, also, nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich nicht erinnern, Herr Kommissar. Darf ich? Mhm. Herr Hesse, vor einer guten Stunde draußen in Freimann. Nein, da müssen Sie mich verwechseln. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Und dafür gibt es Zeugen? Nein, wieso? Brauche ich welche? Dumme Angewohnheit, das Rauchen. Nicht? Da wirft man eine Zigarette einfach so weg. Und denk gar nicht dran, was das für Konsequenzen haben kann. Wussten Sie, dass das Mundstück eines Zigarettenfilters Material für ein Dutzend Gentests liefert? Was der Kollege Renner sagen will, ist, dass wir Ihre Anwesenheit auf dem Fabrikgelände beweisen können. Was haben Sie da gemacht und warum sind Sie weggefahren, als Sie uns gesehen haben? Ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe mit der Polizei nicht die besten Erfahrungen, wenn Sie wissen, was ich meine. Wenn ich Bullen sehe, hau ich ab. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass Andy, Herr Borg, diesen Fahrer. Naja, dann dachte ich mir, gehe ich mal hin und guck mir das an, nur so aus Interesse. Ne? Schauen Sie, Herr Hesse, heute ist Sonntag. Und bisher habe ich von meinem Wochenende noch gar nichts gehabt. Ich für meinen Teil, ich würde jetzt gern heimgehen, anstatt mich von Ihnen veralbern zu lassen. Also, entweder reden Sie jetzt vernünftig mit uns oder ich lasse Sie in eine Zelle sperren. Morgen gehe ich dann mit Ihnen zum Haftrichter und mit dem Material, das ich gegen Sie habe, da bleiben Sie bis zum Abschluss der Ermittlungen in U-Haft. Also, die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Sie sind der Mann, der Borg nach seiner Flucht helfen sollte. Okay. Andy hat mich angerufen und gesagt, ich soll ihm Geld und Klamotten in die Fabrik bringen. Und das haben Sie dann auch gemacht? Ja.
Also, ich bin da hingefahren und bin rein. Ich habe nach ihm gerufen. Er war nicht da. Ich habe diesen halben Rattenstall da nach ihm abgesucht, aber nichts. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Wann war das? Um 7. Um 7:30 war ich wieder weg. Und heute Nachmittag bin ich wieder hin, aber das wissen Sie ja. Moment, wie soll ich das verstehen? Borg erwartet Sie, weil Sie ihm Sachen bringen, die er dringend braucht? Und dann ist er nicht da? Ja. Ich will nur wissen, ob mit Sicherheit feststeht, dass Borg wirklich erst um 21 Uhr starb. Ja, täte ich es sonst sagen, Herr Schickel. 21 Uhr. Plus minus eine halbe Stunde. Allerhöchstens. Was, während du telefoniert hast, habe ich die Untersuchung von Hesses Wohnung und Auto veranlasst. Tischt er uns nur eine Geschichte auf oder sagt er die Wahrheit? Vielleicht hat er Borg erschossen. Vielleicht hatte auch er eine alte Rechnung mit ihm offen. Geht, Theo. Und da bittet Borg ausgerechnet ihn um Hilfe? Angeblich verabredet er sich mit Hesse für 19 Uhr, lässt das Treffen aber platzen. Warum? Er brauchte doch zumindest Geld, um untertauchen zu können. Wieso war er nicht am Treffpunkt? Keine 2 Stunden später, und das ist jetzt wieder gesichert, ist er jedenfalls wieder da. Und zwar in einem Raum, in dem er sich für längere Zeit aufhält. Und wo ihn sein Mörder aufstöbert. Wo hat er in der Zwischenzeit gesteckt? Und wieso verlässt er das Gebäude, wenn er doch überall gesucht wird? Das ergibt keinen Sinn für mich. Und was ist, wenn Hesse uns schlicht und einfach anlügt? Ja, das wäre die einfachste Lösung. Nur, welchen Grund hätte er dazu? Keinen, es war genauso, wie ich es gesagt habe. Haben Sie sich möglicherweise in der Uhrzeit geirrt? Vielleicht waren Sie ja nicht um 7, sondern um 8. Was soll denn das werden? Was wollt ihr mir da anhängen? Nichts, ich habe einfach nur gefragt. Setzen Sie sich. Ich kann die Uhr nicht lesen. Ich war kurz vor 7 da, aber Andy nicht, sonst hätte er sich gemeldet. Ich habe laut genug gerufen. Keine Ahnung, was mit dem los war. Ja, vielleicht war er schon tot. Und das war er mit Sicherheit nicht. Dann muss es noch einen Außenstehenden geben, jemand, den wir nicht kennen. Vermutlich von der Opferseite. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall hat die ganze Sache mit dem zu tun, was damals passiert ist. Na logisch, warum wollte Borg sonst mit einem abrechnen? Nein, ich meine, ja, was genau meine ich? Es hat das mit Meißner zu tun. Mit Meißner und Frau Borg oder... Ja, ich kann es nicht erklären, es ist nur so ein Gefühl und ich krieg's nicht zu fassen. Aber ich fürchte, wir wissen noch nicht alles. Hier, besser spät als nie, die Prozessakten aus Regensburg. Oh, das schaut nach einer langen Nacht aus. Noch was. Ich habe das Labor genervt. Bei den pflanzlichen Fasern im gefundenen Schuhabdruck handelt es sich um Heu. Um Heu? Getrocknetes Gras. Ja, ich weiß schon, was Heu ist. Ein Reiter. Vielleicht hatte der Mörder sein Pferd dabei. Sollten wir nicht langsam Schluss machen? Das ist merkwürdig. Alle Psychiater haben Borg damals sexual motiviertes Triebverhalten bescheinigt. Oder anders ausgedrückt, er war ein typischer Serienmörder. Was ist daran merkwürdig? Ja, Serienmörder sind ja fast immer auf einen bestimmten Opfertyp fixiert. Und so war es auch bei Borg hier. Sein erstes Opfer, Manuela Kastner, 23 Jahre, 52 Kilo, brünett. Das zweite, 19 Jahre, brünett. Und so geht es weiter. Alles junge, schlanke Frauen mit dunklen Haaren. Und dann das. Vera Voss. Sein letztes Opfer. Kurz bevor Meißner ihn überführen konnte. 35 Jahre, blond. Ja. Und was schließt du daraus? Sie war es nicht. Jedenfalls nicht persönlich. Wer war was nicht? Sylvia Borg. Die Fahndung hat ihre Aussage überprüft.
Sie war zur Tatzeit in Ismaning, und zwar genau an der Tankstelle, die sie uns genannt hat. Der Pächter hat sie auf dem Foto wiedererkannt. Ich danke Ihnen, Herr Fröhlich. Horst? Also, wenn du nichts willst, dann würde ich jetzt abhauen. Horst? Du hast doch irgendwas. Protokoll der Staatsanwaltschaft. Genauer gesagt, ein schriftlicher Verweis an Hauptkommissar Gerd Meissner. Um nicht wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen zu werden, hatte Meissner damals verschwiegen, dass er eine der Frauen näher gekannt hat. Vera Voss. Borgs letztes Opfer. Die Frau, die aus dem Rahmen fällt. Also, ich kapiere jetzt überhaupt nichts mehr. Haben wir noch einen Schluck Wasser? Ein paar Wochen bevor Borg endgültig festgenommen wurde, hatte der Kollege Meissner ihm eine Falle gestellt. Eine Falle, in die Andreas Borg beinahe getappt wäre. Und aus Wut darüber oder auch nur, um ein grausames Spiel zu treiben, schnappte sich Borg daraufhin Meissners Freundin Vera Voss und brachte sie um. Darum fing Gerd Meissner an zu trinken. So schrecklich das auch ist, du willst doch auf was Bestimmtes hinaus. Dich bedrückt doch was. Wahrscheinlich wäre es besser, ich würde erst einmal Nacht drüber schlafen. Horst. Wir haben schon richtig vermutet. Der Mörder wusste, wo Borg sich versteckt hielt. Ja, durch die Nachrichten. Nein, er wusste es von Anfang an. In diesem Schuhabdruck, der ja offensichtlich vom Täter stammt, fand sich Heu. Heu wie von einem Bauernhof. Ja, und? Der Täter war mittags auf einem Bauernhof. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Und nachdem unser Täter vom Land zurück war, ist er in die Fabrik gefahren. Borg aufgestöbert und ihn erschossen. Und jetzt brauchte er nur noch ein Alibi. Also hat er Borgs Todeszeit einfach auf 21 Uhr festgesetzt. Denn um 21 Uhr war er hier bei uns im Büro. Mit mir. Ich habe sie erwartet. Sie wissen Bescheid. Ich habe mit Ihrem Bruder telefoniert. Sie haben Ihre Familie bereits heute Morgen zurückgeholt. In aller Frühe. Ich hab's alleine nicht mehr ausgehalten. Ich musste sie bei mir haben. Es war dieses dumme Telefongespräch.
Zuerst habe ich es verdrängt, weil es doch keinen Sinn ergab. Aber das Telefonat blieb in meinem Kopf. Borgs Leiche war ja gerade gefunden worden. Das hätten Sie Ihrer Frau gegenüber erwähnen müssen. Um sie zu beruhigen. Um ihr zu sagen, dass die Gefahr vorbei ist. Sie haben es nicht getan. Weil sie eher als alle anderen wussten, dass Borg tot ist. Und das hatten sie ihrer Frau bereits gesagt. Schon morgens. Als ich sie abholte. Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich weiß, dass es keine Rechtfertigung gibt. Und trotzdem. Vera war wie eine Schwester für mich. Sie und Gerd. Die haben sich geliebt, wie ich es nie zuvor bei zwei Menschen gesehen habe. Ich sollte ihr Trauzeuge sein und Pate. Vera war im zweiten Monat schwanger. Es war ein Samstagabend. Vera wartete in ihrer Wohnung auf Gerd, der sie nach Dienst abholen wollte. Sie hatte keine Ahnung, dass Borg ihn zu einem fingierten Einsatz gelockt hatte. Und sie hatte keine Ahnung, dass es nicht Gerd war, der an ihrer Tür klingelte. Sondern Borg. Er hat sie. Doktor, wir sind doch Ihre Freunde. Wir hätten ihn festnehmen können und... Und? Hineinsperren. Glauben Sie, daran habe ich nicht gedacht. Immer wieder habe ich mich das gefragt. 100 Mal und mehr. Aber was hätte es denn genützt? Wenn er einmal ausbrechen konnte, dachte ich, wird es ihm immer wieder gelingen. Und dann wird es irgendwann bei mir zu Hause klingeln. Meine Frau geht an die Tür. Dieses Risiko, das konnte ich nicht eingehen. Verstehen Sie das? Thank you.
ausziehen. Oh Mann, ich könnte längst am Flughafen sein. Normalerweise hätte ich dich am Samstagvormittag ja auch nicht belästigt, aber mir war klar, dass Schneider nur in deiner Gegenwart reden würde. Hab ich doch gerne gemacht. Also, schönes Wochenende. Und viel Spaß in Paris. Danke, werde ich haben. Also, ciao. Schickel, so 5113. Ja? Ja, ist wirklich sonst niemand da? Ja, ich weiß, wo das ist. Bis gleich. Schönes Wochenende. Tja, rasch tritt der tote Menschen an, nicht? Darf ich daraus irgendwelche Schlüsse ziehen? Ich denke, es ist schnell passiert. Ein gezielter Stich am linken Schulterblatt vorbei, direkt ins Herz. Da muss die Klinge ziemlich lang gewesen sein. Und flach. Lang und flach. Ein Fleischermesser, tät ich sagen. Und es ist noch nicht lange her. Stunde vielleicht. Es wäre dann gegen 11 gewesen. Wer die Leiche gemeldet hat, wissen wir nicht. Nur, dass es ein Mann war, der seinen Namen nicht genannt hat. Der vielleicht ein Obdachloser, der nichts mit der Polizei zu tun haben wollte. Was macht ein Wäschereifahrer in einer stillgelegten Fabrik und wieso nimmt ihm der Täter Brieftasche und Kleidung ab? Was ist denn das? Der Routenplan des Fahrers. Hier Isa mit Fahndungsmeldung. Aus JVA Stadelheim flüchtig Andreas Borg, 35 Jahre alt. Durch Anstaltskleidung kann diese gewechselt haben. Circa 2 Meter groß, Haare mittelbraun. Figur kräftig, Flucht eventuell zu Fuß Richtung unbekannt. Saß wegen mehrfachen Mordes in lebenslanger Haft ein. Vorsicht, Borg ist möglicherweise bewaffnet und gilt als sehr gewalttätig. Stadelheim, laut Routenplan des Wagens wurde auch die JVA beliefert, und zwar heute um 10. Borg. Kennen Sie ihn? Kommen Sie. Jetzt kommen Sie endlich! Was ist denn jetzt mit Ihnen los? Nur, was die Zentrale weiß. Nämlich, dass Dr. Fröhlich nach Hause gefahren ist, seine gesamte Familie ins Auto gesteckt hat und sie hierher ins Brasilien gebracht hat. Was ist das überhaupt für einer, dieser Borg? Ein lebenslänglicher, ist 1995 in Regensburg verurteilt.